Ja, richtig erkannt. Das ist Dancing in the Dark von Bruce Springsteen, hier gecovert von Faye Webster, eine Musikerin aus Atlanta. Dieses Cover erscheint 2013 auf ihrem Debütalbum Run and Tell. Da ist Faye Webster gerade mal 16. Mittlerweile kann sie zurückblicken auf 4 Alben und jetzt gibt's eine neue Single. Die hört ihr jetzt im Popfilter am Mittwoch, den 28. Juni. Ich bin Gregor Schenk. Hi. In der Familie Webster, da gibt es eine lange Tradition von Country- und Bluegrass-MusikerInnen. Und da ist es natürlich kaum verwunderlich, dass auch in den Songs von Faye Webster immer so ein bisschen diese Südstaaten-Roots durchkommen. Das ist Better Distractions, 2020 übrigens einer der Lieblingssongs von Barack Obama. Bei Faye Webster, da kommt die Inspiration aber nicht nur aus dieser traditionellen Folk-Ecke, sondern auch von wo ganz anders. Denn wer in Atlanta wohnt, der kommt an sowas eigentlich nicht vorbei. Put that on my gang, I swear. I just can't put you on front and like you wanna know. But baby, you is not no hoe. And I put it on my gang, I'm not no average Joe. Das ist Lil Yachty, der ist damals Faye Websters Klassenkamerad in der Highschool und Hip-Hop ist in Atlanta natürlich riesengroß. Eine Szene, in der auch Faye Webster umtriebig ist, erst als Fotografin und später auch als Musikerin. In ihrem Song Flowers zum Beispiel, da holt sie sich den Rapper Father mit an Bord. I should stop asking people for assistance, yeah. I don't like to get caught up in commitments, yeah, yeah, yeah. I should stop asking, yeah, these hoes for forgiveness, uh-huh. Yeah, she think it's unfinished business. Jetzt gibt es von Faye Webster eine neue Single, die erste seit 2 Jahren. But Not Kiss heißt sie. Und dazu sagt Faye Webster, das könnte ein ziemlich romantischer Song sein, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch ein ziemlich antiromantischer Song. Entscheidet ihr doch mal selbst. Hier ist Faye Webster mit But Not Kiss, unser Song des Tages im Popfilter. But not kiss.
But Not Kiss von Faye Webster. Wenn euch dieser Song gefällt und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so ein paar ausgewählte Musiktipps, die könnte ich immer mal wieder gebrauchen, dann abonniert doch am besten diesen Podcast. Hier spielen wir euch jeden Tag einen Song vor, erzählen noch ein bisschen die Geschichte dazu. Der Popfilter ist also euer kompaktes Musikupdate. Ihr findet den Popfilter ganz einfach in eurer Podcast-App. Und damit sage ich, danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis morgen.